Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Drüberbrook. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden auch gleich los. Und zwar auf der Suche nach Klaus, was auch immer er sein mag. Katze, Fuchs, Hund oder Knödel. Ich weiß es nicht. Wir werden es bestimmt bald herausfinden. Gehen wir mal hier hoch. Meine Vermutung ist, dass er bestimmt irgendwo da hochgefetzt ist. Da sitzt er. Schnappe hier. Hier gibt es keinen Ausweg mehr, Kätzchen. Dieser Kätzchen. Oh mein Gott. Ich glaube, sie ist vor Schreck eingeschlafen. Glaube ich auch. Jetzt habe ich dich. Das ist doch keine Katze. Glaubt ihr ernsthaft, dass das eine Katze ist? Shit happens. Ist das hier vielleicht Ihr Kater Klaus? Oh, mein armer alter Klaus! Wo bist du nur gewesen? Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Guten Morgen. Der Herr? Ja. Würden Sie mir vielleicht den Schlüssel für die alte Seilbahn ausleihen? Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. Mhm. Ich würde Ihnen alles geben. Mein ganzes Erbe können Sie haben. Aber Sie, bescheidener Mensch, wollen nur diesen alten Schlüssel. Hier, bitte. Ich verstehe zwar nicht, was Sie damit wollen, aber nehmen Sie ihn nur mit. Dankeschön. Genau. So muss das sein. Keine dummen Fragen. So. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Jetzt ist es ein Tisch. Ich dachte, es ist eine Katze. Nee, schon klar. Aber es ist doch ganz klar ein Fuchs. Okay, egal. Whatever. Es ist eine Katze. Guck mal, hier ist auch so ein Lamellending. Das haben wir da unten am Strand auch gesehen schon. Verschlossen. Meinst du doch auf? Ich frage mich, was das ist. Sieht so ein bisschen nach Wetterstationen aus oder so, oder? Nicht anfassen. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Na, gehen wir mal zu ihr. Gib mir den Schlüssel. Hi. Hey. Hey. Wegen der Seilbahn. Kurze Frage. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Wir brauchen den Hauptschlüssel, um die Seilbahn überhaupt zu starten. Frag doch mal unten im Ort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich hab den Schlüssel. Nein, danke. Das war's auch schon. Gut, du findest bestimmt eine Lösung. Ich versuche hier alles soweit vorzubereiten. Irgendwas klemmt hier. Muss ich den Schlüssel reinstecken? Scheinbar. Schau her. Schlüssel ist drin. Und jetzt? Hi. Hey. Die schon wieder. Lang nicht gesehen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Ja. Das war jetzt peinlich. Jetzt leuchtet das grün. Ja. Und jetzt fahren wir mit Seilbahn. Was ist das da? Man muss eine Münze einwerfen. Natürlich. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Aber nur, wenn man eine Münze dabei hat. So. Ja, was ist jetzt? Das muss scheinbar auch noch wie verbunden werden. Oh. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Er sagt nichts mehr. Ist, glaube ich, nicht so gut. Vielleicht kriegen wir eine Münze hier raus. Nee, kriegen wir nicht. Hey, was guckst du denn so, Professor?
Ja, ich wollte mal gucken. Nicht anfassen, nur gucken. Hi. Hey. Du schon wieder? Lang nicht gesehen. Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern. Kommt mir aber länger vor. Und Nahverkehr. Service Wüste Deutschland. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren. Und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett. Aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ja. Ja, irgendwas stimmt nicht mit denen. Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aha. Und wo genau? Woodinville, Washington. Nie gehört. Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal lang gekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da, aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Okay. Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten, Boston, Waterville bis rauf zum Moosehead Lake, Mount Katahdin und so weiter. Dann durch Kanada und den mittleren Westen. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. Ach, immer weiter und weiter. Dann Washington State, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein, studiert habe ich an der Ostküste, an der Cornell, Ithaca, bei Dr. Schrödinger. Sagt er dir was? Ah, na klar. Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein, eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen? Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Interessant. Ja. So, so. Das ist so. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der millionste Besucher. Sie haben ein iPhone 6 gewonnen. Hey! Ja. Das ist bestimmt. Echt. So. Was ist jetzt hier los? Ich habe den Schlüssel reingesteckt und es passiert nichts. Hi. Hey. Oh, du schon wieder. Lang nicht gesehen. So. Wegen der Seilbahn. Wegen der Seilbahn. Ja. Was war nochmal das Problem mit der Stromleitung? Wir müssen die Starkstromleitung flicken, um die Seilbahn zum Laufen zu bekommen. Wenn du die so anfasst, werden dir alle Synapsen getoastet. Wir müssen aber die Enden irgendwie zusammenfügen. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Naja, ich hab's ja schon angefasst. Ich lebe noch, also... Scheint ja alles danke. Zu passen. Das war's auch schon. Gut, du findest bestimmt eine Lösung. Ich versuche hier alles soweit vorzubereiten. Ja, mit dem Hammer auf das Ding da. Und das ist bestimmt sehr effizient. Wer ist hier der wirkliche Techniker? So, okay, also wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um da jetzt hier die Kabel miteinander zu verbinden. Aber mehr als eine Dosenöffnung. Ich weiß nicht wie. Okay, dann müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer umschauen. Vielleicht, wir hatten noch so viele Sachen. Handtücher. Warte mal, was ist mit dem Bügel? Der hat ja gesagt, das ist genau an seinem Fenster. Servus. Dass ich mich mal anguckt. Hat das Gerät noch nicht so viel Spaß bereitet? Oder hat, wahrscheinlich hat sie noch keine Zeit gehabt. Tja. So, mal ein Bügeleisen. Praktisch. Bügeleisen? Kleiderbügel, meine ich. Kann er das hier auch nehmen? Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Ja, wenn wir das kaputt machen. Wäre doch super. Dann würde die kein Fernseher mehr gucken. Ich will den Tatort nicht verändern. Natürlich nicht. Ich bin jetzt mit dann irgendwo in Amerika. Und er will den Tatort immer noch nicht verändern. So, aber ich habe hier so eine... Okay, doch nicht. Guten Morgen.
Hi. Morgen, Herr Tenhauser. Mir ist da was aufgefallen. Immer raus damit. Die Tür dort wurde länger nicht mehr geöffnet, oder? Die Tür dort wurde schon länger nicht mehr geöffnet, oder? Das ist die Tür zum Keller. Da hatte mein Bruder sich sein kleines Reich eingerichtet. Seitdem er das Weite gesucht hat, hat sich niemand mehr für die Tür interessiert. Ja, aber ich? Er hat den Schlüssel einfach mitgenommen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Dürfte ich die Tür öffnen? Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die brauchen wahrscheinlich erst mal Jahrzehnte. Wegen der Seilbahn. Klar, was möchten Sie noch wissen? Ach so, nee. Genug Danke. Gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Mm-mm. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie sich. Danke! Nein. Gibt's sonst noch was? Ja, hier sind diese ganzen Bilder. Vielleicht können wir an den Bildern irgendwas machen. All diese schönen Menschen. Hält sich in Grenzen. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Ja, also zeichnen konnte derjenige. Verschlossen. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Ja, ja. Da ist eine braunsche Röhre drin. Aber wofür sollte ich die brauchen? Das weiß ich nicht. Nehmen Sie trotzdem mit. Ich will die Klappe. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau. Vielleicht können wir ja mit dem Kleiderbügel die zwei Dinge miteinander verbinden. Das wäre zumindest ein Versuch wert. Würde ich zwar nicht machen, aber... Probieren wir das mal. Nee. Hier vielleicht? Nee. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Wir finden noch einen Weg zur Lösung. Weil da vorne war ja auch ein Eimer. Ich weiß nicht, ob wir damit irgendwas machen können. Wobei. Jetzt ist sie ein Fall für den Metallrestaurator. Oh wei. Ich habe in einer Übersprungshandlung das Wahrzeichen des Ortes, eine alte Ritterrüstung, fachgerecht in ihre Einzelteile zerlegt. Notiz an mich selbst, neuen Termin zur Psychotherapie vereinbaren. Ach so! Ich habe eine Vermutung. Wir sollen jetzt wahrscheinlich als Ritterrüstung... Stromkabel anfassen. Ich sag mal zu ihm Hallo. Ich möchte ihn nicht erschrecken. Das sieht dich schon so. Metall leitet aber. Hallo. Hi. Hey. Okay, da ändert sich nicht viel. Ich wollte kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Mhm.
Tada! Der Strom fließt wieder. Jetzt, wo die Seilbahn repariert ist, brauchen wir nur noch einen Ersatz für die fehlenden Gondeln. Ach, ich lasse das jetzt so. Also, wir hatten eine Metallrüstung, damit durften wir die Kabel anfassen, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Ja? Gute Idee. So, wir haben hier einen Eimer, das wäre doch perfekt für eine Gondel. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Ja, dann hol ihn da runter. Also wir brauchen jetzt irgendwas, womit wir eine Gondel haben. Verschlossen. Ach Quatsch, jetzt ist das verschlossen plötzlich. Können wir eigentlich noch weiter zurück? Nee. Wer hat eine Idee, was wir machen können? Schreibt es in die Kommentare. Mir fällt nichts ein. Ich hätte eher eine Idee. Guten Morgen. Sie waren heute so gut zu mir. Ja. Sie haben einen alten... Achso, mehr geht nicht. Puh. Hallo. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Hallo. Na, ich glaube, die hat da nichts Neues zu melden. Nein, wo? Geht's da? Wo geht er denn hin? Ich muss es erstmal sehen. Ja, okay. Verschlossen. Vielleicht allerdings die. Wie heißt die jetzt eigentlich überhaupt? Eine Idee. Hi. Hey. Du schon wieder. Lange nicht gesehen. Wegen der Seilbahn. Und da... Hast du etwa... Was wir... Komm schon. Was ist für cool, dass du es los hast. Was arbeitest du nochmal? Ich überleg mir was. Kann ich... Also. Tschüss. Ja, toll. Ah. Kleiderbügel. Damit kommen wir sicher den Berg hinauf. Wenn ich nur noch einen weiteren Kleiderbügel hätte. Och nö. Reicht einer nicht, oder was? Mann! Hör das auf, ich hör's schon fast. So. Kleiderbügel. Aber mir fällt echt nicht ein, wo wir noch einen her hatten. Das gibt's ja nicht. Wahrscheinlich geht auch irgendwas Ähnliches. Zum Beispiel hier, die Tür könnte man doch mit dem Kleiderbügel öffnen. Verschlossen. Müsste irgendwie ja gehen. Nur ein Kleiderbügel. Warum hatten wir den vorhin noch nicht? Mann. So, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr was liked, da lasst hin. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir werden jetzt wieder da hoch trotten. Und dann hoffe ich, können wir die erste Rundfahrt auf der Seilbahn machen. Ha ha. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.